Kaum zu glauben, aber im nächsten Jahr wird Franz Beckenbauer schon 70. Trotzdem ist sein Terminkalender prall gefüllt. Selbst zum Golfspielen bleibt nicht immer Zeit. Aber wenn, dann genießt er es besonders. Auch beim Charity-Golfen ist der Fußball Thema Nummer 1. Einen Tag vor der Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders von Joachim Löw ist der Weltmeistertrainer von 1990 gespannt. Es ist nicht einfach. Ja, ich weiß es selbst, als Verantwortlicher von zwei Weltmeisterschaften, es sind Entscheidungen dabei, die hart sind, weil man eigentlich alle 40 mitnehmen möchte, weil die einem sympathisch sind, aber es können nicht nur 23 mitfahren. Also es wird den einen oder anderen Härtefall geben, wo der Spieler vielleicht es nicht versteht, nicht dabei zu sein. Aber das ist halt einmal, man hat die Grenze von 23 und dabei bleibt es. Am meisten Sorgen macht sich Beckenbauer um die Besetzung des Sturms. Eine Nominierung der lange verletzten Miroslav Klose und Mario Gomez wäre seiner Meinung nach mit einem Risiko verbunden. Ich glaube, zum großen Kader kann man sie dazu nehmen, um zu schauen, wie die Entwicklung ist, bis man den endgültigen Kader dann benennen muss. Also ich habe damals 86 die Erfahrung gemacht, ich hatte da auch fast meine gesamte Offensivabteilung hat sich verletzt, teilweise schwerer, teilweise musste operiert werden. Sie haben zwar in der Endphase der Bundesliga noch gespielt, aber das hat nicht gereicht, um für die Weltmeisterschaft fit zu werden. Also die Erfahrung habe ich gemacht, dass es keinen Sinn macht, Langzeitverletzte mit nach Brasilien zu nehmen. Beckenbauer selbst will sich nicht festlegen, ob er sich für Klose, für Gomez oder für beide entscheiden würde. Das müsse der Bundestrainer im Trainingslager in Südtirol entscheiden. Ich denke, Jogi Löw wird es sehen, wie sich die nächsten Wochen noch entwickeln. Vielleicht hat der eine oder andere Miroslav Klose oder Mario Gomez noch die Chance, einige Spiele zu machen, um dann ihn zu bewerten. Rückstand wird er auf jeden Fall haben. Beide werden Rückstand haben. Ob es die Zeit reicht, für die Spiele dann in Brasilien rechtzeitig fit zu werden, das muss man halt einfach sehen. Das ist eine Gefühlssache, das kann nur Jogi Löw beantworten. So oder so, für Franz Beckenbauer hat die deutsche Mannschaft gute Chancen, 24 Jahre nach seinem Erfolg wieder Weltmeister zu werden. Favorit sei die Löw-Elf aber nicht.